Hallo, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Mann, war das anstrengend, das zu alles zu holen. Ja, herzlich willkommen zurück, ne? Ja, beim letzten Mal hatten wir hier bei diesem Antiquitätenhandel ein paar Sachen abgegeben, konnten dadurch lustige Sachen sehen. Und wir müssen immer noch rausfinden, wie wir unseren Kumpel Thomas retten können. Weil da habe ich immer noch keine Peilung, wie wir das anstellen sollen. Ich habe das Gefühl, dass der Brunnen was damit zu tun haben könnte. Deswegen will ich in die Bibliothek gehen und alles über Brunnen eben kurz lesen. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen durchgelesen. Also, einer der Brunnen spuckt offenbar Geld aus, wenn man dort irgendwas vor sich hin trillert. Keine Ahnung, ob es egal sein muss, was es man trillert. Der arme Brunnen ist offenbar leider nicht so besonders, nur dass da gerne Paare hingehen. Aber es gibt einen Brunnen, der hier so ein unterirdisches Netz hat. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis. Ich wollte eigentlich nicht speichern. Aber ich kann ja einmal zu dem Brunnen. Also hier haben sich nur die Liebenden getroffen. Laut Buch. Ja, mit dir habe ich ja schon mal geredet. Jo, jo, jo. Ich kann doch mit dem einen Typen jetzt reden, oder nicht? Ein unterirdischer Tunnel, ja. Hat mir schon mal was gesagt. Habe ich eigentlich mittlerweile genügend? Ich könnte einmal zu diesen Typen hier gehen und mir was beibringen lassen. Mittlerweile habe ich das Geld. Ja komm, bring mir Kampfkunst bei. Okay, er spürt großen und starken Willen in mir. Okay, ich bin bereit. Und was habe ich jetzt davon? Erstaunlich, du hast so schnell meine Technik erlernt. Du bist meine vielversprechendste Schülerin seit Jahren. Du hast die Konzentrationstechnik erhalten. Mit Konzentration laden sich Geldstummangriffe doppelt so schnell auf. Ah, jetzt kann ich schneller laden. Okay. Ist praktisch. Vielleicht irgendwas Neues am Schloss? Gibt es einen geheimen Kanal? Die Lichtbringer. Ich höre meine Schüler heimlich von ihnen sprechen. Vielleicht kann jemand in den Studentenwohnheimen weiterhelfen. Ah, okay. Der hat mir endlich einen nützlichen Tipp gegeben. Außerirdische Eindringlinge. Also, deswegen haben sie Thomas gefangen genommen, weil er über die Aliens geredet hat. Okay, dann zum Studentenwohnheim. Weißt du etwas? Er scheint was zu wissen. Lichtbringer, ich habe von Ihnen gehört. Das ist eine geheime Studentenvereinigung. Mein Zimmerkollege gehört Ihnen an. Er hat mich mal eingeladen, aber das hört sich mir zu artig an. Versteckte Kanäle, dunkle Rituale, diese seltsame Jazz, dein Ding, oder? Klar. Ich soll Ihnen Nudeln bringen. Toll, jetzt muss ich nochmal in den Untergrund. Ich hätte gerne einmal eure Nudeln. Ach so, er wollte sich Nudeln gönnen.
Ach so, er ist es. Lichtbringer, ja, ich kenne diesen Namen gut. Manche würden sogar sagen, dass ich, Bimmy, einer von ihnen bin. Wer will das wissen? Jemand, der sich für den Untergrund interessiert. Die Untergrundtunnel zu durchqueren macht noch nicht alles aus. Der Weg eines Lichtbringers ist durchtrieben von Dunkelheit. Okay. Ja, ich habe genügend Courage. Also, ich sehe keinen Grund, dich nicht aufzunehmen. Ich muss aber zuerst deine Studenten-ID checken. Halt, um zu gucken, ob du hier wirklich Student bist. Spaß, wer macht das? Wie dem auch sei, um ein Lichtbringer zu werden, musst du zuerst die Genehmigung der vier Lichtbringer-Anführer holen. Oh, die vier Lichtbringer-Anführer sind Absolventen Dyers Universität, die in ihrer Studentenzeit auch schon Lichtbringer waren. Hier ist eine Stempelkarte. Findest du einen unserer Anführer, stempeln sie deine Karte ab. Wenn alle vier zugestimmt haben, können wir mit deinem Aufnahmeritual beginnen. Noch irgendwelche Fragen? Wo finde ich die? Das werde ich dir verraten, aber das kann ich nur in Form von Rätseln. Der Lichtbringer leitet eine Klausel der Zufriedenstellung. Der zweite Lichtbringer herrscht über transkribiertes Wissen. Der dritte Lichtbringer herrscht über Feuer und geschmolzenes Metall. Okay, das ist auf jeden Fall der Schmied. Beim vierten Lichtbringer ist der Anfang nah. Okay, das sind die Lichtbringer, die ich finden muss. Okay. Wir wissen auf jeden Fall, der Schmied. Du bist kein Lichtbringer. Eine, der was bringt, könnte die Schneiderin sein. Nope. Aber ich kann mein Inventar zumindest einmal eben kurz hier vergrößern. Nein, doch nicht. Hätte ich mir die Nudel nicht gegönnt, hätte ich es gekonnt. Okay, auf jeden Fall Herrscher des Metalles. Lichtbringer. Er hat die Karte abgestempelt. Mehr wollte offenbar nicht wissen. Du vielleicht? Ja, wir haben einen Lichtbringer. Die Bibliothekarin. Der Koch vielleicht auch noch. Und ich habe gerade eben schon gesehen, dass ich hier ein bisschen schon dran bin. Wie steht's mit Ihnen, Herr Koch? Offenbar nicht. Du vielleicht? Ein Lichtbringer! Restaurantbesitzer. Okay, dann fehlt nur noch einer. Vielleicht der Professor, der hier die ganze Zeit gammelt. Ich bin auch doof. Der ist der vierte. Ahem, danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Unglücklicherweise konnten zwei Oberhäupter heute nicht dazukommen. Sie haben sich verirrt, wurden von den Schatten verschlungen. Hab keine Angst, Bruder. Wir werden sie zurück ins Licht führen. Ein Thema für ein anderes Mal. Heute heißen wir ein neues Mitglied in unseren Reihen willkommen. Wir werden heute ein Aufnahmeritual abhalten. Ei. 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 Fräulein Gehen. Es ist an der Zeit, unsere wahre Bestimmung zu erfahren. Als Lichtbringer bringen wir Licht ins Dunkel. Indem wir die Beleuchtung in den Kanälen instand halten. Ei. Ei! Ei! Eine Legende besagt, dass die königliche Familie einst durch die Wasserlinie vor einem wütenden Mob geflüchtet ist. Alle Geschichten erzählen von einer Prinzessin, die mit jemandem durchgebrannt ist, als auch von einem Ritter, der sich einfach nur von seinen Pflichten gedrückt hat. Wie du siehst, spielt die Wasserlinie eine äußerst wichtige Rolle hinter ihres Kulturem Erbe. Um sicherzustellen, dass ihr Kanäle weiterhin für die Mitglieder der königlichen Familie begehbar bleiben, müssen diese Gänge ausreichend ausgeleuchtet sein. Jemand muss die ausgebrannten Glühbirnen eben wechseln. Und wir tragen diese Verantwortung. Darum nennt man uns die Lichtbringer.
Ei! 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 Geh, um den Lichtbringern beizutreten, musst du eigenen Mutes die Wasserlinie durchqueren. Alleine, das war's. Diese Teste zeigen, ob dir das Ganze zusagt. Rieche die kaltnasse Luft. Bekomme ein Gefühl für die Geschichte dieses Mauerwerks. Lass es zu dir sprechen. Du vergisst den Part mit den flackernden Lampen. Oh, richtig. Habe ich das nicht bereits erwähnt? Ich werde alt. Sowas von. In der Wasserlinie hängen einige flackernde Lampen. Man könnte leichterweise denken, diese wären kaputt. Allerdings ist das Flackern beabsichtigt. Man munkelt, dass die königliche Familie diese flackernden Lampen als Wegweiser zwischen der Stadt und der Burg nutzen. Ich kann das weder bestätigen noch bestreiten. Merke dir nur, dass flackernde Lichter nicht berührt werden dürfen. Also dann, lass das Aufnahmeritual beginnen. Ah, und jetzt ist sie offen. Okay. Ich würde dann aber auch sagen, wir beenden das hier für heute, weil ich habe hier jetzt schon eine echt lange Session hinter mir, weil ich sehr lange gesucht habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.